Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte Sie auch heute über die wöchentlichen Corona-Zahlen im Landkreis informieren. Wir sind ja die ganze Woche mit Fallzahlen um die 50 herum gesegnet gewesen, in Anführungszeichen natürlich gesprochen. Heute haben wir mit 37 Fällen den niedrigsten Wert dieser Woche zu verzeichnen. Das tut auch mal gut, weil in der Summe die Zahlen nach wie vor zu hoch sind und wir auch immer noch, sagen wir mal, Probleme, vor allem in den Pflegeheimen, haben. Wir haben aktuell in den Heimen 117 positive Fälle. Das ist schon ein leichter Rückgang gegenüber den Zahlen in der vergangenen Woche, aber natürlich immer noch eine Größenordnung, die uns schon Sorgen bereitet. Im Klinikum selber sind die Zahl der stationären Patienten ist deutlich angestiegen. Wir haben mittlerweile 28 positive Corona-Patienten im Klinikum. Davon werden 4 beatmet. Die Zahl der beatmeten Patienten ist eigentlich diese Woche relativ stabil geblieben, zwischen 3 und 4. Aber wir haben nun doch den befürchteten und immer wieder auch angekündigten Anstieg bei den Gesamtfallzahlen an den stationären Patienten jetzt verzeichnen müssen. Diese 28 ist ein neuer Höchststand in der zweiten Welle im Herbst. Und was auch auffällig ist diese Woche, unter den Neuaufnahmen sind relativ viele junge Patienten, auch um die 40 Jahre herum. Das ist eigentlich ungewohnt und ist deshalb auch diese Woche besonders aufgefallen. Und auch die Personen, die bei uns beatmet werden, ist nur eine einzige von diesen 4, ist knapp unter 80. Alle anderen sind im Alter von 37, 54 und 58 Jahren. Wieso sage ich das? Weil ich einfach nochmal betonen möchte, dass Corona eben nicht nur die Krankheit der alten Menschen ist, sondern dass es jeden treffen kann. Ich habe diese Woche nach der letzten Videobotschaft Rückmeldungen erhalten, dass ich mit diesen Zahlen den Leuten Angst machen möchte. Das möchte ich natürlich nicht, aber mir ist es nur wichtig, dass Sie wissen, wie die Lage im Landkreis Tuttlingen tatsächlich ist. Und sie ist ernst und sie bleibt sicherlich auch die nächsten Wochen ernst. Wir sind, was die Inzidenzzahl betrifft, immer noch bei ca. 230, sind da ja mittlerweile in guter Gesellschaft. Über 12 Landkreise in Baden-Württemberg liegen über 200 und auch der Landesdurchschnittswert liegt heute eigentlich bei 194. Also wird möglicherweise im Laufe des Wochenendes diesen kritischen Wert überschreiten. Sie alle haben mitbekommen, dass die Landesregierung diese Woche reagiert hat und die neue Corona-Verordnung seit Mittwoch in Kraft ist, darunter auch die Ausgangsbeschränkungen tagsüber und nachts. Die Allgemeinverfügung des Landkreises, die wir ja schon im Vorfeld erlassen haben, wird nun am kommenden Sonntag, 20.12., auslaufen. Wir werden sie auch nicht mehr ersetzen, weil jetzt durch die neue landeseinheitliche Regelung eigentlich alle Dinge geregelt sind, die geregelt werden müssen. Es gibt deshalb keine Notwendigkeit mehr, für den Landkreis Tuttlingen individuelle zusätzliche Maßnahmen festzulegen. Da sind wir uns auch einig mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Landkreis Tuttlingen. So viel zur aktuellen Lage. Vielleicht noch einige wenige Worte zum Kreisimpfzentrum. Sie haben ja mitbekommen über die Presse, dass der Impfstoff nun doch schon schneller als erwartet zur Verfügung stehen soll und dass bereits nach Weihnachten mit Impfungen begonnen werden wird. Dies wird leider nicht gelten für den Landkreis Tuttlingen. Im Regierungsbezirk Südbaden gibt es lediglich 2 zentrale Impfzentren in Freiburg und in Offenburg. Wir haben uns darum bemüht, dass zumindest von dort aus auch ein mobiles Impfteam für den Landkreis Tuttlingen abgestellt wird, sind aber da bisher vom Land abschlägig beschieden worden. Wir selber haben ja den Auftrag erhalten bis zum 15. Januar, also im Grunde in knapp 3 Wochen, unser Kreisimpfzentrum in der Kreissporthalle betriebsbereit zu haben. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. In dieser Woche haben die Arbeiten in der Halle selbst begonnen. Wir werden sie bis vor Weihnachten
abschließen können. Wann warten wir auf die IT-Ausstattung, auf die Geräteausstattung, Kühlschränke und so weiter, die wir vom Land gestellt bekommen. Und diese Lieferung soll ab dem 4. Januar dann Zug um Zug erfolgen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir dann auch im Grunde rechtzeitig zum 15. Januar betriebsbereit sein werden und dann auch die Impfdosen, die der Landkreis Tuttlingen bekommen wird, dann auch zeitnah impfen können. Unser Fokus wird ganz klar auf den Pflegeheimen liegen in den ersten 2-3 Wochen. Das ist auch die Bevölkerungsgruppe, die ja heute durch die zu erwartende Impfverordnung des Bundes die oberste Priorität bekommen wird. Bewohner von Pflegeheimen und das dortige Personal. Da sind wir jetzt in Gesprächen mit der Kreisärzteschaft, in Gesprächen mit den Heimleitungen dabei, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit wir dann mit den mobilen Impfteams die Menschen in den Heimen entsprechend versorgen können. Wenn sie denn geimpft werden wollen, das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, es ist ja eine freiwillige Maßnahme und es gilt natürlich auch für die Bewohner in den Heimen. So viel für heute. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Unterstützung in diesen schwierigen Wochen und Monaten und auch in der Wegstrecke, die noch vor uns liegt. Ich glaube, wir haben gemeinsam auch die Kraft, dass wir es schaffen können, wenn jeder seinen eigenen Beitrag dazu leistet. Darum möchte ich Sie wiederum bitten. Aber ich möchte diese Bitte auch mit einem Dank verbinden für all diejenigen, die dies die letzten Wochen schon wirklich getan haben und damit ihren Beitrag geleistet haben. Schön wäre es, wenn wir da mehr werden und wenn wir dann im Grunde mit besseren Zahlen in das Jahr 2021 starten können. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes viertes Adventwochenende, auch wenn dieses Wochenende sicherlich anders verlaufen wird, wie wir es uns alle wünschen würden. Bleiben Sie gesund!